Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Episode von Control. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. In der letzten Episode hatten wir ja ein bisschen Stress, ne? Und jetzt, Mr. Hartman. Tja, hilft gar nichts gegen diesen Typen. Da macht es natürlich gleich zu, sobald ich hier reingehe. Das heißt, ich muss eigentlich richtig Gas geben. So, was ich in der letzten Episode so gecheckt habe, ne? So. Das Teil kommt jetzt genau. Oh, es geht schon los. Gut. Es ist anscheinend wieder viel zurück. Oder so. Dafür weiter. Da ist das letzte Mal einfach verkackt. Wo ist dieser Typ eigentlich? Ah, der geht hier hinten rum. Dieser Arsch, Alter. Hat mich noch erwischt. Ja gut, sehen wir uns noch hier um. Frau Mauro, Zusatzbemerkung. Das Wesen der Apollo 14, bekannt unter dem Namen Fra, wurde nach seiner Ankunft im ältesten Haus eine Reihe von Untersuchungen untersucht. Das Wesen kann sprechen, doch seine geringen Kenntnisse unserer Sprache machen eine erfolgreiche Kommunikation unmöglich. Befragungsmaterial findet sich im was auch immer. Seine körperliche Form besteht einzig und allein aus dem Raumanzug, Extra Vehicle Mobility Unit MEU, der NASA-Astronauten. Es trägt dasselbe Modell wie die übrigen Crewmitglieder. Hierbei könnte es sich um eine authentische MEU von einem der NASA-Astronauten handeln. Obwohl dieser Anzug kein Namensschild aufweist, alternativ könnte das Wesen ihn auch mit Hilfe von was auch immer oder möglicherweise was auch immer erzeugt haben. Der Anzug selbst ist leicht beschädigt, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Kommandokapsel keinen vierten Sitz bot, in dem sich das Wesen beim Wiedereintritt in die Atmosphäre hätte festschnallen können. Die Emu ist hohl und ihre Einzelteile lassen sich entfernen, obwohl dies das Wesen zu beunruhigen scheint. Röntgenstrahlen und Spektrogrammbilder zeigen, was auch immer förmige Umrisse im Inneren des Anzugs. Aus Sicherheitsgründen wird das Wesen in einer sicheren Zelle festgehalten, bis weitere Informationen gesammelt werden konnten. Okay. Ja, so. So, da brauche ich ja eigentlich ja noch. Ah, da hinten ist noch eins. Was ich so sehe. Aber wo ist dann Nummer 2?
Alter, was? Alter, was? Ich hätte das Teil sozusagen wieder mitnehmen müssen. Ah. Alter. Warte, habe ich nichts eigentlich? Ja, das ist eigentlich Lebensreck, aber ist wahrscheinlich nichts anderes, ne? Obwohl, ich könnte vielleicht noch im Lebensschub. Ja, ne. Würde nichts helfen. Ja, da muss ich wieder Lebensreck reinwerfen. Ist jetzt nicht cool, ne? Frage ich jetzt, für was ist das Teil da unten, ne? Oh, du Arsch, du. Okay. Dann mal einschalten, ne? So, ein Versteck weniger für ihn. Okay, deswegen muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite dann. Ja, okay. Okay, aber ich sehe mich mal da unten um. Weil, ja. Da wird es bestimmt ein paar Dinge geben, die ich nicht gesehen habe, beziehungsweise nicht entdeckt habe. Meine Frage jetzt, was hat es eigentlich mit dem Teil hier auf sich? Es muss hier noch irgendetwas geben. Na gut. Coole Mondlandschaft. Ja, sieht eigentlich krass aus, ne? Voll nice. Tja. Hier gibt's nur ein Shelter. Na, das wollte ich noch sagen. Ist hallo? Cool. Ja, sein? Sorgen wer? Die Sie sehen.
Ah, das ist der Typ, der so komisch spricht. Hallo? Hallo! Korn über uns heute. Lange Straßen und nicht kaum. Du bist vorbei? Klar. Warum bist du hier eingesperrt? Oh, gewöhnliche Wände. Zurück und vor. Und Rennmaus hat Huthalter. Keine Kruste ohne. Frau gehen und zurück verlieren für ich? Tut mir leid, ich verstehe nicht richtig. Was möchtest du? Der Kopf. Der Kopf für die Zahl? Zum Lesen von Nachrichten, Gläsern, Wörtern und Stürzen. Der Lesekopf. Okay, okay. Ganz ruhig. Ich sehe mich um. Will es etwas zum Lesen haben? Oder ein Glas? Mal sehen, was wir finden. Ja, mal sehen, was wir finden, ne? Ist gut gesagt. Upsi, upsi, upsi. Das wollte ich nicht. Irgendwo muss es ja noch Zeug geben. Dieser Typ benötigt ja auch was. Irgendetwas. Was auch immer. Hier ist gar nichts. Vielleicht will es ja das haben. Versuchen wir es. Ah ja. So, mal nein, sehen wir. Glas, Kopf. Scotch und Chili? Kopf. Okay, das war falsch. Suchen wir einfach weiter. Scotch und Chili. Na klar. Wer kennt's nicht, ne? Okay, mal sehen, was wir hier so drin haben. Ein Ball. Fällt ihm das? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Aber man wird es herausfinden. Kopf. L, P, Q, G. Kopf. Nein, suchen wir weiter. Ja, okay, Kopf und Ball, ne? Sieht nach Essen aus. Macht bestimmt Sinn irgendwie. Usa, du Tischtennis, ein Kopf. Das war es wohl auch nicht, was? Okay. Okay, Junge, du machst mich ein wenig fertig. Ah, da habe ich hier noch etwas drin. Oh, da gibt's noch mehr Zeug. Grüß dir. Das hier. Vielleicht. Ja. Fräulein, du bist Schule und Dreck zum Verlieren. Mach nur so weiter, dann kannst du selbst suchen. Alter, richtig geil eigentlich. Richtig geil eigentlich. Krass. Macht irgendwie Spaß. So, was gibt's denn noch so zum Mitnehmen? Mal sehen, ob es das hier ist. Ich ja. Habe langsam keine Lust mehr. Nicht nachvollziehbar, wieso? Pelzuhren, Fräulein! Der Kopf! 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 Kein Imbiss! Kopf ist oben, von unten und oben. Ganz oben! Der Huthalter! Moment, meint dieses Ding tatsächlich Kopf? Kopf? Der Körperteil?
Wo zum Teufel soll ich den auftreiben? Und wie hat es ihn verloren? Okay, warte. Wie kann man seinen Kopf verlieren, Mann? Kopf ist gut. Wo soll ich seinen Kopf herbekommen? Sehe sonst einfach nirgends irgendetwas Brauchbares. Finde den Kopf, ja. Ja, ich finde dauernd Köpfe, es passiert mir ständig. Ein Kopf hier, ein Kopf da. Andauert finde ich nur Köpfe. Nehmen mal ehrlich jetzt. Alter. Was will der Typ eigentlich? Hier drin ist glaube ich ja auch nichts mehr. Nee. Kopf. Vielleicht wenn ich hier aufgehe, dass dort etwas gibt. Naja. Kann man mal versuchen, ne? Aber irgendwie. Will ich jetzt keinen Kopf. Was könnte der Typ wohl meinen? Jetzt habe ich so viel. Renn mal aus hart Hut, Alter. Finde den Kopf. Warte mal. Ah, da muss ich zum Büro des Sektorleiters sozusagen zurück. Okay. Installationsschächte, ja, schönste, ne? Ah, da gibt's hier nicht irgendein Licht, das ich mitnehmen kann. Kein Licht zum Mitnehmen. Ah, doch. Ich dachte schon. Hallöchen. Gefällt dir das? Tja, hattest du dir das so vorgestellt? Nicht in die Dunkelheit, ja, es, Alter, was? Ah, jetzt bin ich sozusagen wieder am Anfang. Ah, okay, so will ich wieder reingehen. Irgendwie klar. Ja.
schön, jemanden zum Reden zu haben. Seit ich das Panoptikon leite, behandeln mich meine Kollegen irgendwie anders. Als wäre ich verrückt, weil ich mit gewandelten Objekten arbeite. Sie verstehen gewandelte Objekte einfach nicht so wie ich. Ich will nicht angeben, aber man muss sehr empathisch sein, um eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Ich will trotzdem nicht angeben. Warum muss man denn da so persönlich werden? So. Die Forschungsteams arbeiten auch täglich mit paranatürlichem Material und niemand hält die für abgedreht. Naja, das stimmt nicht. Darling hat den Ruf, eine Macke zu haben. Aber wenn er komisch ist, dann ist es charmant. Gewandelte Objekte sind gar nicht so schlimm, wenn man sie erst einmal kennt. Wenn man weiß, was sie mögen und was nicht und worauf sie reagieren, muss man sich keine Gedanken mehr machen. Also muss man vermutlich sind wir letzten Endes nur wilde Tiere, die vor dem eigenen Schatten Angst haben. Eigentlich sollten wir alle auf derselben Seite stehen. So, mein Freund, schnelle Reise. Echt jetzt, Mann. Okay. Hey, Junge. Schimmer. Ah, oh, okay, so kann ich mein Leben aufladen. Ja, auch nice. Muss ich ihm halt auf die Alter, komm schon, stirb einfach. Ah. Sein Kopf. Jetzt weiß ich, was sein Kopf ist. Ein Helm. Für einen Kopf. Hat der Gefangene den gemeint? Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Ja, ich bring ihn einfach das Teil, ne? Macht ihn die Sinn. Oder so. Schnellreise. Tja. Aber lustig, dass man ihn alles Mögliche bringen kann, so dass er eigentlich durchdreht. Schlusshühnchenbahnhof. Schmeckt besser.
Taste drücken. Also wolltest du den Helm haben, was? Röhren, Fest und Traube. Reine Trauben, Fräulein Segen. Na dann, gern geschehen. Hat Kirkland dich angespart? Schäfermaus? Ja. Bärchen lange da. Aber verweigere am glücklichsten. Für Goldfische sammeln, ohne Falten. Okay. Dir geht es da drinnen also ganz gut. Bleib einfach hier und mach keine Ausflüge. Genie. Wenigstens haben wir ihm geholfen. Denke ich. Es bleibt aber erstmal eingesperrt. Keine Ahnung, was es ist. Und wir brauchen nicht noch mehr Probleme. Ach, noch mehr Probleme. Könnt doch nicht schaden. Komm, mach schon auf. Ja, gut. Ja, gut, ja, gut, ja, gut. Was ist eigentlich das denn? Da sehe ich generell nichts. Komisch. Naja, egal. Wow. Ah, was haben wir denn da? Und deshalb ist es immer wieder gut, einfach mal so nachzusehen. Bevor ich das mache, probiere ich noch was aus. Ah, okay, so gut kann ich nicht mal. Okay. Ja, was haben wir denn da? Nice, wir sind draufgekommen. Gut. Sehen wir uns mal um, was es hier so gibt. Was? Ja, eigentlich. Leider voran. Dunkel hier, wenn man mich fragt. So, was haben wir denn da? Ja, nichts wirklich Brauchbares. Weil ich dachte, wenn ich hier raufkomme, finde ich wenigstens irgendetwas. Aber nö, gar nichts. Ja, es ist so hell. Okay, wenigstens eine Truhe. Aber sonst... ziemlich mager, muss man sagen. Ziemlich mager. Naja, egal. War aber... aufschlussreich. Hey. Na gut. Na gut. Dann geht's doch mal schnell weiter. Auf geht's. Ah, da oben ist auch ein Teil. Ja, das kann ich auch gleich entfernen. Ich wusste doch. Den habe ich vorhin nicht mal gesehen.
Upsi. Das war ein bisschen zu aggro. Ja. Warte. Gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein, nein, kein finnischer Tango, mein Freund. Das machen wir jedenfalls nicht. Gehen wir noch immer dritte Form. Upsi. Ah, das Teil braucht ewig, bis es da ist. Ja, komm, 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 los, los, los. Los geht's. Naja. Da sind sie ja. Also gut. Wo war ich stehen geblieben? Eigentlich sollten wir alle auf derselben Seite stehen. Aber manchmal wirkt es, als würde jede Abteilung nur für sich kämpfen. Wie in einem Wettlauf, den alle gewinnen wollen. Wenn es aber ein Rennen ist, dann ist Darling allen Meilen weit voraus. Er war jahrelang Trenches Liebling. Aber die Beziehung ist jetzt ziemlich angespannt. Sagt zumindest die Buschtrommel. So. Sieht so aus, als ob wir hier entlang müssen. Ja, wunderbar. Und dann wahrscheinlich bossmäßig geradeaus. Na, ich würde sagen, bevor wir hier runtergehen, das war's für heute, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst Like da, lasst ein Abo da, lasst Kommentar da. Ich freue mich über alles. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.